Hallo und herzlich willkommen, hier ist mal wieder euer Gemnox und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Mod-Spotlight für Minecraft 1.8. Heute zeige ich euch den Mod Utility Worlds und dieser fügt zwei neue Blöcke hinzu. Hier seht ihr sie bereits stehen, richtig cool. Und mit diesem Mod könnt ihr euch zwei weitere Dimensionen erschaffen zum Bauen und Minen. Also zum Erz sammeln und wie ihr diese Blöcke craftet, ist relativ einfach. Das heißt, das ist jetzt das Mining-Portal. Dafür braucht ihr ein paar mehr Diamanten, ein bisschen Obsidian, zwei Eye of Ender und ein Book and Quill. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutsch heißt. Auf jeden Fall ein Buch, was ihr beschreiben könnt. Und das andere ist das Void-Portal und dafür braucht ihr dann halt einfach genau das gleiche, bis halt auf die Diamantenpicke. Dort benötigt ihr halt ein weiteres Eye of Ender. Es ist ziemlich einfach. Okay, und nun gucken wir uns einfach mal diese Dimension an. Das ist jetzt hier einmal die Mining World. Und ich klicke einfach rechts drauf und tada, wir sind da. Richtig cool. Das geht enorm schnell. Und ja, wir sehen, wir sind in einer flachen Welt. Die Sonne bleibt am Zenit, die verändert sich nicht. Wir befinden uns auf Höhe 64. Und ja, solange ihr keine anderen Mods installiert habt, heißt es auch, dass ihr keinerlei Höhlen oder Wasser oder Lava oder sonst irgendwas in dieser Welt hier finden solltet. War zumindest seine Aussage. Und ganz am Ende habt ihr 5 Schichten von Bedrock, bevor ihr nach unten durchfallt. Aber das ist relativ egal. Es geht halt hauptsächlich darum, dass ihr flachen Bedrock habt. Ja, und hier könnt ihr dann nach Belieben dann nach Rohstoffen suchen. Das ist ziemlich cool, gerade dadurch, dass es keine weiteren Einschlüsse von Wasser oder sonst irgendetwas gibt, könnt ihr hier besonders angenehm irgendwelche Sachen hinstellen. Eventuell wird das alles nochmal ein bisschen geändert. Vielleicht gibt es Config-Options in der Zukunft, dass hier vielleicht mehr Erze spawnen oder eventuell die ganze Welt höher gesetzt ist. Ich kann Ihnen ja mal anschreiben, ob das eventuell geplant ist. Naja, auf jeden Fall, so sieht die Mining World aus. Und die White World ist halt ja relativ unspannend. Ihr spawnt halt auf so einem Block aus so eine hübsche Plattform vielleicht, eventuell könnte man das so sagen. Und ansonsten seht ihr nichts, außer eventuell jetzt Fettflecken auf eurem Bildschirm, wie ich gerade... Gott, sieht das hässlich aus. Egal. Ja. Und ja, hier habt ihr eure Welt und könnt dann frei herumbauen, wie es euch gerne beliebt. Da würde sich natürlich Fliegen anbieten, aber wenn ihr aufpasst, könnt ihr natürlich auch normal bauen. Ja, das war's eigentlich auch schon. Sehr viel mehr braucht man nicht sagen. Ihr könnt diese Blöcke mit der Hand abbauen. Und sie bleiben bestehen, auch wenn sie eigentlich aus Obsidian sind. Das macht gar nichts. Das Ganze ist natürlich multiplayerfähig und so weiter und so fort. Also einfach mal auf den Server ziehen und gucken, was ihr damit anfangen könnt. Ist, denke ich mal, ein ziemlich cooler Mod. Und ja, unten in der Beschreibung wie immer der Download-Link. Einfach mal ausprobieren. Also, lasst mir doch einen Kommentar da und eine Bewertung, wenn ihr das denn möchtet. Zeigt dieses Video euren Freunden, wenn ihr denkt, dass sie das sehen sollten. Und ich bin euer Gemnox. Haut da rein. Ciao, ciao.